Vielleicht kehren wir zu diesem Prinzip zurück und überlegen mal, wo wir das zu viel wegnehmen müssen. Mein dritter Punkt. Die Antwort ist zunächst einmal im Grundsätzlichen einfach. Wir müssen wieder Verantwortlichkeiten organisieren. Jede Chance bedingt ein Risiko und jedes Risiko muss von dem getragen werden, der die erfolgreiche Chance mit nach Hause nehmen will. Wir müssen zurückkehren zu dem Grundprinzip des Kapitäns, der weiß, wenn er ein Schiff auf Sand gesetzt hat und dieses zu sinken droht, verlassen erst die Frauen und Kinder das sinkende Schiff, dann die Männer, dann die Matrosen und dann als letzter er. Er trägt also das größte Risiko seines Handelns und deswegen steuert er sein Schiff so behutsam durch die Weltmeere. Persönliche Verantwortlichkeit bedingt Verlässlichkeit. Haftung, nennen wir es mal rechtlich, Haftung garantiert verantwortliche Wahrnehmung individueller Freiheit. Und wenn das Recht einlädt zur verantwortungslosen Wahrnehmung, dann wird eben daraus Leichtsinn. Wir entsinnen uns vielleicht in diesen Tagen der frühen Gesetzgebung in Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert, wo damals die Kapitalgesellschaft verboten war. Die Menschen haben spekuliert auf die ungeheuren Gewinne in Indien. Der Markt, die Aufgeregtheit, die Hoffnung auf große Gewinne wurde immer größer. So entstand, wie man damals gesagt hat, eine Blase. Und diese Blase ist geplatzt, weil auch Indien diese ungeheuerlichen Gewinne, die versprochen waren, nicht bieten konnte. Und damals sagte das englische Parlament, beginnende Demokratie, der Mensch ist nicht geschaffen, fremdes Vermögen zu verwalten. Und deswegen darf es eine Kapitalgesellschaft nicht geben. Das wissen wir heute besser. Wir haben heute einen großen Kapitalbedarf in der Produktion, Telekommunikation oder Eisenbahn waren historische Gründe. Wir brauchen die großen Kapitalgesellschaften, keine Frage. Aber wir müssen sie so organisieren, dass dort individuelle Verantwortlichkeit greift. Das heißt konkret, wir müssen darüber nachdenken, ob eine Bank an dem Tag, an dem sie eine Forderung gegenüber dem von ihr ausgewählten Schuldner begründet hat, diese Schuld sofort an eine Zweckgesellschaft verkaufen darf und sich damit jedes ihrer Risiken entledigen darf. Wir müssen fragen, ob die Ratingagentur, die eine Empfehlung ausspricht, meistens eine Empfehlung zugunsten eines Unternehmens, das sie vorher selbst beraten hat, also wenn der Bewertende gleichzeitig der Berater ist, zuckt ein Richter, der irgendwie das Prinzip der Unbefangenheit verinnerlicht hat, sehr zusammen. Als ob hier sozusagen der Richterspruch von dem hauptwirtschaftlich Beteiligten ausgehen sollte, auch darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, ob nicht jede Gesellschaft, die ein Wertpapier auslegt, davon 20% selber tragen muss, damit sie selber ins Risiko geht für das, was sie ihrem Kunden empfiehlt. Wir müssen darüber nachdenken, ob die sogenannten systemischen Risiken, also die Banken haben sich in den Zweckgesellschaften so vernetzt, dass das Wettbewerbsprinzip der schöpferischen Zerstörung, wer es nicht kann, scheidet aus und wer es besser kann, übernimmt Kunden und Markt, nicht mehr funktioniert. Nicht? Wir haben ja heute das Problem, dass wenn die eine Bank, eine größere Bank, zusammenbricht, zieht sie über die Zweckgesellschaften, das haben wir genannt Risikoverteilung, die anderen Banken mit herunter, also kann sie nicht sinken, aus dem Markt ausscheiden. Aber die anderen Banken tragen sie nicht, sondern wir gehen an den Staat. Der Staat ist hoch verschuldet, er ist kurz vor der Insolvenz. Und dann leiht sich der Staat bei diesen Banken, die kein Geld haben, das Geld und gibt es den Banken. Das ist eine interessante Variante des Wirtschaftens, nicht? Aber wir merken es ja nicht. Es sind ja unsere Kinder, die es bezahlen. Wir machen alles per Kredit. Nicht? Es sind ja unsere Kinder, die es bezahlen müssen. Nicht? Unsere Kinder, von denen wir erwarten,
dass sie etwa im sogenannten Generationenvertrag des Rentenrechts uns im Alter erlauben, so zu leben, wie wir heute leben. Nicht? Und wir bringen nicht genügend Kinder hervor und erziehen sie manchmal auch nicht gut. Und dann glauben wir, dass wenn in 25 Jahren 25% weniger Kinder da sind und wir sie noch mit Schulden befrachten, dass sie uns dann diesen Lebensstandard ermöglichen. Eine kühne Erwartung, nicht? Unsere Kinder werden in 25 Jahren nicht fragen, was stand im Jahre 2009 im Gesetz und im Tarifvertrag, sondern unsere Kinder werden in 25 Jahren fragen, was bleibt für mich und meine Familie. Und diese Frage ist richtig, nicht? Deswegen müssen wir, auch das gehört zu unserem Thema, in unserer Leistungsgesellschaft die Leistung richtig definieren und müssen sehen, dass die wichtigste Leistung, die wir brauchen, das Kind ist und die gute Erziehung des Kindes. Und deswegen müssen wir mit denen nobel umgehen, die diese Leistung erbringen. Das sind die Mütter. Und dann müssen wir in unserer Gesellschaft sehen, dass Honor und Honorar sehr eng beieinander liegen. Und also müssen wir wirtschaftlich etwas für die Mütter tun, damit sie leistungsfähig sind, umworbene Kunden sind. Wenn Sie die gegenwärtige Familienpolitik mit diesen Vorstellungen vergleichen, wissen Sie, was wir noch zu leisten haben. Und wenn wir dann glauben, die Hilfe bringt der Staat, und das ist in gewisser Weise richtig, wir können nicht ganz ohne den Staat, das ist klar, dann müsste der Staat jedenfalls mit den Banken, die er rettet, vertraglich, verbindlich vereinbaren, dass wenn es gelungen wäre, mit staatlicher Hilfe diese Bank zu sanieren, dann muss diese Bank, wenn es ihr wieder gut geht, helfen, den Staat zu sanieren. Und zwar jenseits der allgemeinen Steuerpflicht, im Sinn der Gegenseitigkeit, nicht? Und davon ist heute schlechthin nicht die Rede. Und bei demjenigen, der im Fonds anlegen will, müssten wir fordern, wiederum um der Transparenz der Verantwortlichkeit willen, dass er förmlich unterschreibt, er will sein Geld verdienen mit Weizen oder mit Waffen. Er muss es zumindest wissen und er muss durch Unterschrift seine Zugehörigkeit zu diesem Projekt bekunden, damit daraus möglicherweise rechtlich irgendwann einmal eine Haftung erwächst. Und dann müssen wir bei den Universalbanken darüber nachdenken, ob es richtig ist, dass der in der Abteilung Sparer, der will 3% und Sicherheit, das Risiko trägt für die Abteilung Spiel und Wette, da will jemand 100% und Unsicherheit. Nicht? Wir haben es beim Fonds, die haben wir rechtlich isoliert. Das greift nicht auf andere über. Ob wir nicht auch die Universalbank rechtlich unterteilen müssen in selbstständige Gesellschaften mit beschränkter Haftung meinethalben. Hier die Abteilung Sparen, hier die Abteilung Kredit, hier die Abteilung Fonds und dort die Abteilung Spiel und Wette. Damit der Sparer, der sein Vertrauen bei dieser Bank belässt, vielleicht auch einen Anspruch hat, dass das nicht wechselt, das ist beim Gläubiger selbstverständlich. Beim Schuldner ist es nicht selbstverständlich. Der Schuldner nimmt bei seiner Volksbank seinen Kredit von 100 und er denkt, wenn es bei mir ganz schief läuft, ich kenne den von der Volksbank, mit dem rede ich dann nochmal. Und nach einem Jahr merkt er, das ist gar nicht mehr sein Partner, sondern der Partner ist eine Zweckgesellschaft auf den Bahamas. Die schickt ihm eine Mail, aber die spricht gar nicht mit, die kann gar nicht telefonieren. Die schickt ihm Mails und die Mails sind Forderungen. Und wenn er die nicht erfüllt, gibt es relativ robuste Vollstreckungsformen. Und wir werden darüber nachdenken müssen, ob es richtig ist, die wirtschaftlichen Analyse in Zahlen und Statistiken zu treffen. Wir alle wollen mehr Sicherheit, als der Mensch geben kann. Wenn wir über die Zukunft sprechen, sprechen wir immer über Unsicherheiten. Noch kein Mensch hat die Fähigkeit entwickelt, in die Zukunft vorauszusehen. Aber wenn wir abends den Wetterbericht hören, dann glauben wir das. Das stimmt nicht, aber wir glauben, wir wollen Sicherheit. Und wenn uns die fünf Weisen sagen, plus 2,4%, dann glauben wir das, obwohl wir von jedem Jahr wissen, es hat noch nie gestimmt. Und wenn die Ratingagentur sagt, AAA, dann ist das glänzend. Und wir wissen jetzt, es ist das Gegenteil von glänzend. Wir sagen, wenn die Zahlen rein, ich sage das als ein Bilanzrechtler, also ich kenne die Bedeutung der Bilanzen, aber ich kenne auch die Prämissen der Bilanzen. Wenn die Zahlenkolonnen sauber geschrieben sind, kein Rechenfehler,